und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Real Farming LS19 meets Reality auf der Grünwälder Land. Was will denn der jetzt hier? Ey! Moin! Spinnst du jetzt oder was? Alles gut? Was ist denn los mit dem Ding? Was? Ja, was ist denn los mit dem Teil? Ist doch geil. Ja, aber was willst du hier? Nix. Ja, dann bleib mal stehen. Kannst du mich da nicht mitnehmen? Nee. Sitz. Ach komm, hinten auf der. Hier auf der Ackerschiene hinten. Haben wir früher immer so gemacht. Wo musst denn du hin? Wald. Der Diesel ist da. Arsch neben dir her. Ja, gut, mach mal. Hä, wo bleibt er denn? Dachte ich mir schon, dass er hier nicht nebenher fährt. Mal gucken, wie sich der anstellt mit dem Drehschema. Hi. Hi. Ja, ich krieg's irgendwie nicht geschissen. Ist aber noch nicht weit gekommen. Nee, wie viel Platz habe ich denn hinten noch? Okay. Leute, ich probiere mal mein Glück. Ja, ich und Drehschimmel, so ein Fluch. Ups. Jürgen, pass auf. Ah ja, fahr. Warte, ich fahr mal auf Seite. Ja, müsste passen. Ich muss noch mal. Bisschen grad sehen und dann passt die Sache. Aber der ist halt auch voll beladen, das siehst du an der Deichsel. Ja. Aufpassen, Pfosten. Jo, schon gesehen. Aufpassen, Traktor. Haha, der passt noch was. Warte, ein Döner. Jetzt habe ich ihn zu weit gekriegt, ey, hier. Na, jetzt kommt er, oder? Bisschen was, aber der. Achtung, hinten Pfosten! Ja, wollte ich auch gerade sagen, der hält gleich hinten an. Welchen Pfosten hast du denn gemeint? Ah, von euch zwei steht ja keiner da. Ich dachte, du bist hier der Pfosten. Nee, Spaß. Ja, ein bisschen Spaß muss sein, ne? Ah, das sieht gut aus. Ja, noch einmal korrigieren. In der Fahrschule darfst du zweimal korrigieren, dann bist du raus. Mit Anhänger. Oha. Jo, ist so. Rum. Aber meine Fahrschule machst du auch nur mit einem Tandem. Kein Drehschema. Ja. Tandem ist, glaube ich, ein bisschen einfacher für mich. Ja, logisch. So. Kleinen Fätzchen noch runter. Ja, muss noch mal. Achtung! Fleißig, wie die Leute hier schaffen. Das finde ich immer so toll. Jo,
Da ist noch ein klein, da ist noch ein kleines Ästchen drauf. Ja, einmal anheben. Anheben und fortschmeißen. Schmeiß weg den Rotz. So weh. Ja. Jürgen, was los? Machst alles langweilig oder was? Ja, ich muss eigentlich ansehen, aber. Kein Bock? Oh oh. Ja, gerade nicht. Was machen die denn da? Das frage ich mich allerdings auch. Er steckt aus. Ich bin mal weg. Tschö. Zum Glück ist das Auto blau inzwischen. Früher hätten wir das Auto gar nicht gesehen. Stimmt. Jürgen, denk dran, das hier ist Privatgrund. Achso. Ja, tschö. Tschö. Da kommst du nicht weit. Ich muss mal kurz noch nach den Hackschnitzeln gucken. Mach das. Was haben wir hier drin? 18.000. Ich warte, Herr Diesel. Ja, wir können. Wenn Sie mich mitnehmen zu meinem Auto. Ich hätte jetzt gesagt, wir fahren direkt zur Wache. Hallo. Hallo, Herr Varuna. Warum denn direkt zur Wache? Entschuldigen Sie, zu Ihrem Hof. Alter! Macht er mir Herzinfarkt, Volker! Jo. Kann ich auch nichts dafür. Nee, komm, dann fahren wir direkt zu meinem Hof. Und zu dem muss ich Herrn Razix gleich auch noch sprechen, zum Thema Falschparken. Das habe ich nämlich gerade gesehen, wo er stand. Uff! Ja, und? Was ist damit? Ich wollte es nur gesagt haben. Das ist Privatgrund, der darf hier parken, wo er will. Wenn ich ihm das erlaube, darf der da stehen. Haben Sie es ihm denn erlaubt? Ja, natürlich. Gut, dann habe ich nichts gesagt. Servus. Ja. Wo setzt die Diesel hin? Der sitzt schon. Ach so. Tschüss. Dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Ebenso, tschüss. Ach, danke, Volker. Ja, weiß gar nicht, was es soll. Auf meinem Keil, wenn du willst, kannst du auf dem Dach parken. Echt? Ja, wird halt schwer, aber. Okay. Wenn was kaputt geht, musst du halt zahlen. Hast du ein Teleskoplader? Ja, hab ich. Kannst du Ding fahren? Wie heißt denn das Ding hier? Mit dem Zangendings, Zangensäge vorne. Harvester. Ja. Kannst du? Ja. Dann fahr mal in Wald 14. Kannst du mir helfen, wenn du willst. Okay, mach mal. Machen wir so. Oh nein! Oh, der fährt direkt in die Hände der Polizei, Alter. Hoffentlich sehen die das nicht. Da kann ich... Oh nein! Da kriege ich ihn jetzt nicht mehr mit Privatgrund raus. Alter, der provoziert aber auch ein bisschen, ne? Mit seinem langsamen Teil da. Hä, was macht denn der hier? Ach, der fährt wahrscheinlich zu seinem Auto. Lässt sich zu seinem Auto fahren.
Ich schwing mich schon mal rein. Kann er nachher übernehmen. Oder er lädt auf. Schauen wir mal. Ja, was ist denn los? Ah, da bist du ja. Ah, servus. Hi. Willst du Harvester fahren oder verladen? Harvester. Gut, schwing dich rein. 12 Meter. Ist so eingestellt. Aber unten absägen. Nicht oben? Nee. Dann gibt's weniger Geld. Jürgen. Alles für die Karotti da hinten, oder? Ja, du sollst lieber nach Marvester gucken. Guck mal, da sind noch Äste dran, ey. Aber komm mal rüber mit dem Teil. Wie hast denn das jetzt gemacht? Frontlader war oben. Eieiei. Aber sag dir. Am besten vorne am Frontlader irgendwie. Rechter Joystick. Ja, weiter, 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 weiter. Jupp. Danke dir. Ja, ja. Ah, hoch. Der Frontlader, das ist immer so eine Geschichte. Wenn der Frontlader oben ist, sitzt der Schwerpunkt zu viel höher. Da muss man aufpassen. Das hat er. Nee. Das wäre doch mal was. Der Eicher hier mit dem großen Anhänger, wenn der voll beladen ist. Können Sie. Wenn sie erstmal anschieben gehen.
So, liebe Leute, aber das war's dann heute auch schon wieder für diese Folge. Ihr wisst, wenn es euch gefallen hat, gerne Like, Abo oder Kommentar. Und bis morgen. Tschüss.